Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Fußball Manager 13. Ja, wir stehen im Finale der Champions League und der Liga-Alltag erholt uns auch schon wieder ein. Also es geht Schlag auf Schlag. Wir sind im Endspurt der zweiten Saison. Wir gucken mal fix auf den Kalender. Es sind nur noch 3 Ligaspiele bis zum Saisonende und dann geht's im Champions League-Finale gegen die Bayern. Ich weiß leider immer noch nicht, wo das Finale stattfindet. Das ist natürlich ärgerlich. Das wurde natürlich mal ausgelost hier. Ich glaube, irgendwie in Barcelona kann das sein. Im Camp Nou. Ich weiß es nicht. Naja, gut. Ja, und dann ist WM angesagt. Dann bin ich mal gespannt, wie wir die noch über die Reihe kriegen. Die WM, vielleicht kriegen wir noch ein gutes Angebot, dass wir für die WM den Nationalmannschaft übernehmen könnten. Das wäre ja möglich, natürlich. Obwohl ich davon nicht großer Fan bin, muss ich ehrlich sagen. Aber müssen wir schauen, wie wir das machen, handhaben werden. Jetzt erstmal gegen den HSV. Direktes Duell um die Champions League-Ränge. Wir sind nur 3 Punkte hinter den Hamburgern und können mit dem Sieg sogar auf Platz 4 vorstoßen. Meinen kleinen Ausweg Champions League haben wir noch, falls wir es nicht direkt über die Bundesliga schaffen. Als Champions League-Sieger können wir uns ja auch noch für die Champions League qualifizieren. Obwohl man davon nicht ausgehen soll, aber klar, wir sind im Finale und die Bayern, die sind zu schlagen in diesem deutschen Finale gegen die Bayern. Also das ist natürlich das ganz dicke Ding gegen die Bayern. Erst war es Dortmund gegen Bayern, jetzt ist es Schalke gegen Bayern. Uah. Max soll Matchpraxis sammeln. Wo steht, wer hat das gesagt? Keine Zukunft für Härtner, wer sagt das? Wann verlängert Uchida? Verlängerung von Huntelaar als wichtiger Baustein. Ach, was sind das alles für komische News hier? Habe ich noch nie wirklich angeguckt hier, diese News. Herausforderung, ja gut, die gibt es ja nicht mehr, dadurch, dass ich einmal simulieren musste in der letzten Saison. Aber okay, ist ja erstmal nicht so wichtig, würde ich sagen. Wir haben hier unsere News. Was haben wir? Voraussichtliches Transferbudget nächstes Jahr 23 Millionen, ja. Davon würde sich was Gutes einkaufen lassen, würde ich sagen. Aber erstmal, ja, wie spielen wir gegen den HSV? Gehen wir da wieder zurück auf die Doppelspitze oder probieren wir was anderes? Das ist die Frage. Uchida hat sich da echt reingebissen. Der steht wieder in der Startelf, würde ich sagen. Kirchhoff und Höwedes sowieso. Guck, was hat Kirchhoff für eine Form? Eine Elferform, Papadopoulos einen Form schlechter, einen Formpunkt schlechter. Oh, Goretzka rein, muss auch nicht sein. Ja, Leforsen würde ich gerne wieder spielen lassen vom Wolfswinkel. Ja, für den ist der Zug hier abgefahren, denn in Schalke ganz klar. Ich meine, wir können ihn auf jeden Fall noch gebrauchen, die letzten Spiele, aber sonst ja auch nicht mehr. Das ist ein bisschen kompliziert, diese Stürmerfrage natürlich. Auf jeden Fall planen wir in der nächsten Saison vollkommen mit Jelle Forsen. Der soll wieder richtig Fuß finden, Fuß fassen können hier. Die ersten Spiele liefen ja nicht so überragend für ihn. Jo, ist die Frage, wie spielen wir jetzt gegen den HSV? Spielen wir dann mit bewährter 4-1-4-1-Taktik oder mit der handelsüblichen Raute im Mittelfeld wie zu Beginn der Saison? Hm. Ich meine, warum jetzt das Baustein sprengen, womit wir gegen City so gut aussahen, ne? Also, ich würde sagen, wir bleiben bei diesem 4-1-4-1-System. Ändern da auch nichts groß. Wir wollen nämlich volles Karacho spielen. Nein, nicht, das heißt volles Karacho, aber wir wollen den Einsatz farmen wieder ein bisschen runter. 80% Einsatz. Das Pressing holen wir wieder ein bisschen hoch auf 55, nee doch, 60% Pressing gegen den HSV. Ich weiß gar nicht, spielen wir in Hamburg oder zu Hause? In Hamburg, okay. Alles klar, Team. Dann würde ich sagen, geht's los. Gegen den HSV, wir sind dann gleich im Textmodus wieder. So Leute, was sagen wir unserer Mannschaft nach diesem Champions League Finaleinzug? Wir können das auf jeden Fall gewinnen. Das Hinspiel ging 0-0 aus gegen den HSV. Da haben wir auch was gut zu machen, also. So, der HSV ist da. Platz 4 momentan innen wir auf Platz 6. Der HSV startet mit dem Freischuss von Van der Vaart. Also 28 Metern schießt er aber über das Schalker Tor. Die Hamburger sind defensiv ausgerichtet. Okay, Zeit verstreicht. Tolgay Arslan. Nach einem taktischen Foul. Wird da, der hält da Verfahren eindeutig und verbindet den gefährlichen Angriff. Keine zwei Meinungen dafür, dass es die gelbe Karte für ihn geben muss. Jetzt der nächste HSV-Streich 1-0. Durch Artyom Srubnev. Sein erster Saisontreffer erst.
Arslan bringt den Ball hoch nach innen. Kascha setzt sich gegen Höwedes durch, aber kommt zu Rudnevs, der ihn mit dem Außenriss im Tor unterbringt. Und nochmal HSV. Kurze Variante von Van der Vaart bei dieser Ecke. Der Ball, der den Ball auf Frage Arslan ablegt, der zieht von halb links ab über das Tor. Und Rüdes Foul von Heiko Westermann. Gelbe Karte, klares Foul an Hoffmannstädter im Strafen, zieht Elfmeter. Und gelb für Westermann. Elfmeter, wir können zurückkommen, ganz schnell. 22 Minuten, Huntelaar hält den Kopf gesenkt. Schreitet zur Ausführung, Adler klärt zur Ecke, das gibt es nicht. Der Hunter verschießt den Elfmeter. Kann er wieder gar nicht besser kommen hier in diesem Spiel heute. War ja wieder sowas von klar, dass es so losgeht. Ecke jetzt aber, die sitzt nicht. Freistoßverfahren eher. Mit zwei Freistößen in schneller Folge von der linken Seite. Die Adler prüfen, der erste ist eine Flanke, die der Torhüter gut abwehren kann. Bei der zweiten Gelegenheit zieht Verfahren den Ball direkt aufs Tor über die Latte. Lenkt Adel lenkt das hier über die Latte und die Ecke bringt das 1:1 für uns immerhin. Roman Neustädter, vierter Saisontreffer. Ecke von Michel Bastos. Adler macht den Fehler, verlässt sich bei der Ecke von Bastos auf seine Vorderleute. Neustädter nutzt die Konfusion, köpft aus 5 Metern zum 1:1 ein. Jawohl. Konzentration, Leute. Und geht's weiter? Fast. Ecke von Bastos. Augusto steht frei vor dem Tor, legt den Ball jedoch zunächst noch auf den anderen Fuß, wird dabei von Rojkovic attackiert, drückt diesen schließlich unfair zur Seite. Das konnte im Stadion jeder sehen und der aufmerksame Schiedsrichter entscheidet natürlich auf Offensivfoul. Weiter Einwurf Arslan, Moraes kommt heraus und fängt den Ball ab. Jawohl. Also mit 1:1 sieht das Spiel ganz gut aus hier. Denn wie gesagt, wir müssen gewinnen eigentlich hier. Ecke von links, verfahren sie den Eckstoß von der rechten Seite, von der linken Seite vom Tor weg. Der Ball segelt aus dem Strafraum heraus und kommt vor die Füße von Uchoa Urashida am Tor vorbei. Nächste Chance Schalke. Hey Augusto versucht zum Strafraum auf eigene Faust. Drei Verteidiger lässt er stehen, aber auf seinem Pass in die Mitte geht dann keiner seiner Mitspieler ein. Schade, jetzt nächste Riesenchance in Hamburg. Konterchance für Schalke über Renato Augusto. Huntelaar mit der Riesenchance frei vor Adler. Schießt über das Tor. Hunter hat heute kein Zielwasser getrunken, Leute. Nächste Chance Hamburg. 41. Minute. Westermann schickt Rudnevs auf der rechten Seite steil, aber Büttner grätscht in den Ball im letzten Moment vom Fuß. Sehr schön, Alexander Büttner. Der Baum auf der Linksverteidigerposition, muss man ehrlich sagen, an den der lässt mich kaum einen vorbeikommen. Oh, Kirchhoff. Naja. Halbzeitansprache. Heute ist mehr drin, Leute. Spielergespräche. Kirchhoff motivieren wir mal. Und kriegt auch gleich eine Massage hinterher. So, Huntelaar müssen wir ebenfalls motivieren. Der Elfmeter verschossen, die nächste Riesenchance vergeben. Augusto loben immer, hat das ganz gut gemacht hier. Genauso wie Neustädter mit dem Tor war wieder. Und Verfahren können wir auch loben. Zack. Verfahren-Massage, Hunter-Massage, haben wir alles durch. Ab geht's in Hälfte 2. Alle laufen sich warm. 15 Minuten Chance für Schalke. Jawohl! 2:1! Roman Neustädter mit dem Doppelpack. Möglichkeit für Schalke. Neustädter nickt eine Flanke von Bastos ein. Adler sieht da ganz alt aus, da er einfach auf der Linie kleben bleibt. Michel Bastos, er steht fest, er muss gehen und da kommt dann in Form hoch. Gibt's ja gar nicht. Draxler steht den Ball flach nach innen, aber Adler ist da, ist aufmerksam, sichert sich den Ball rechtzeitig vor Klaas-Jan Huntelaar. Nächste Chance, Schalke 57. Ecke von Verfahren, der kommt schon auf den Elferpunkt, aber Adler stimmt heraus und schiebt da alles zur Seite, was gar nicht zu ihm gehört, wie einst der Titan. Nochmal HSV, Büttner hindert Arslan Erfolg auf Flanken, obwohl dieser wirklich alles versucht, aber Alexander Büttner, der ist natürlich wieder bärenstark dort. Stand ist ausverkauft und jetzt werden wir, glaube ich, doch einen schwächelnden Kirchhoff rausnehmen und einen Papadopoulos reinbringen in die Innenverteidigung. Müssen wir jetzt mal nach 16 Minuten die Innenverteidigung sprengen. Aber Papa hat es natürlich auch wieder mal verdient zu spielen. Kirchhoff ist einfach platt von den letzten Wochen. Milan Bardelli kommt jetzt ein für Heiko Westermann. Der Ex-Schalker Westermann auf der 6er Position gespielt. Schuss von Augusto, wird noch abgefälscht und wird das Tor nur knapp. Neustädter gut vorbereitet. Ecke jetzt Schalke. Wieder Bastos schwärzt in der Ball für Huntelaar. Auf Umwege kommt die Ecke schließlich zu ihm. Aber er ist überrascht und kann seinen Schuss nicht richtig platzieren. Schade. Na, Hunter hat heute ein bisschen Pech im Abschluss. Leckfuss mit Rom. Michael Manchin kommt jetzt rein für Slobodan Rajkovic beim HSV. Wir werden auch noch gleich nochmal wechseln. Aber erst nach schießen wir das 3:1. Jawohl. Roman Neustädter. Was ist denn mit dem los? Dreierpack von ihm. Freistoßverfahren, nachdem sich ein harmloser Freistoß. Nachdem man sich harmlosen Freistoß, kann der HSV den Ball
nicht entscheidend klären. Neustädter kommt halb rechts vom Strafraum an ins Leder und zieht sofort ab. Der schwach geschossene Ball rutscht Adler durch die Finger. Dieses Tor war vermutlich die Vorentscheidung. René Adler mit dem zweiten Patze hier heute. So, jetzt können wir Huntelaar raus, weil er wird geschoben, für ihn kommt Jelle Fossen ins Spiel. Genauso wie auch Alexander Büttner jetzt geschoben, für ihn kommt Sebastian Härtner ins Spiel, als Linksverteidiger. Und wir gucken auf die Tabelle, damit sind wir momentan in HSV vorbei, punktgleich, aber eben das bessere Torverhältnis. 50. Tor war das eben hier erst von unserer Mannschaft, das war nicht doll. Also Doppelwechsel bei uns, beim HSV kommt jetzt Markus Berg für Anschluss Gutnieps und bei uns eben Härtner und Fossen für Büttner und Huntelaar. 3-1 Führung und geht's noch höher. 74. Minute, Glück für den HSV. Draxler marschiert kompromisslos in den 16er, wartet dann aber zu lang, holt gegen Rauschütze Adler immer noch eine Ecke raus. Jetzt verfahren, die Ecke ist einen Tick zu kurz und kein Problem für Miguel Lopez, der den Ball unter Kontrolle bekommen und klären kann. Maximilian Beister sieht jetzt gelb wegen groben Foulspiels, nachdem er Verfahren da im Mittelfeld umgesetzt hat. Da kommt beim HSV natürlich ganz großer Frust auf. 1-0 Führung, Elfmeter gehalten und dann doch 3-1 hinten. Jetzt nochmal der HSV, 81. Chance zum Anschluss zur Fahnderfahrt. Nahe zwei Spieler des FC Schalke, zieht aus 15 Meter ab, zielt aber knapp zu weit nach rechts. Weiter 1-3 für den FC Schalke 04. Und nochmal Konzentration auf unseren Seiten. Uschida setzt da schön nach, bringt Beister mit Rängnis, holt einen Einwurf raus, sehr schön. Nachspielzeit läuft. Und Schalke setzt den Triumphmarsch vor. 3-1 Sieg gegen den direkten Konkurrenten aus Hamburg. Leider, wie wir sehen, sind wir doch nicht auf Platz 4 vorbeigezogen. Denn Hannover hat noch ein Wörtchen mitzureden gehabt. Das ist natürlich das Ärgerliche. Jetzt geht es gegen Stuttgart. Da können wir nochmal einen Punkt rankommen. Es wird wieder mal spannend bis zum Ende, was die direkte Champions League Quali für uns angeht. So Leute, immerhin holen wir aber den zweiten Bundesliga-Sieg in Folge mal wieder. 3-1 Sieg in Hamburg nach 1-0 Rückstand. Huntelaar hat der kleine Pechvogel heute, hat zwei große Chancen vergeben und sogar noch einen Elfmeter verschossen. Trotzdem ist er natürlich die feste Größe in unserer Sturmzentrale da vorne. Hat heute mal einen Aussatz gehabt. Jelle Fossen mit Note 3, auch souveräne Leistung. Das ist gut, dass er wieder Spielpraxis kriegt. Papadopoulos auch gut gespielt, sehr schön. Bester Mann heute, klar, Roman Neustädter. Mit seinem Dreierpack hat er uns hier auf die Siegerstraße geführt. Geht ja gar nicht, wie der auf einmal Tore macht. Das ist echt unglaublich. Michel Bastos auch eher heute ganz gut. Zwei Torvorlagen hat er geleistet. Ja, wie gesagt, jetzt wo wir ihn wieder abgeben, da wird er mit einmal, kommt auf einmal in Topform. Das ist ein bisschen komisch, aber okay. Wir werden uns da in der nächsten Saison ein bisschen umpositionieren, umfunktionieren. Zwei Tore hat er gemacht. Wie viele Torvorlagen hat er für uns gemacht? Jetzt 6 Torvorlagen. Letzte Saison hat er auch 6. Oh, gut, weiß nicht, ob das bei uns alles war. Okay. Wer war noch gut heute bei uns? Renato Augusto, auch Note 2, unauffällig gut gewesen, also wieder mal Renato. Torvorlagen hat er 4 bislang gemacht, 6 Tore, 4 Vorlagen, das ist eigentlich ganz gut. Dafür, dass er ein paar Startschwierigkeiten hatte zu Beginn der Saison, ist er jetzt auch zu einer festen Größe geworden da. Gucken wir auf die Statistiken, der Sieg war natürlich auch für uns wieder klar verdient. Endlich mal wieder Miguel Lopez, was ist das überhaupt für einer? Kommt mir bekannt vor, der Name Miguel Lopez. Wo hat er mal gespielt? Beim FC Porto, ja wo sonst, eigentlich auch so ein... Aber so richtig Spielpraxis hat er überall nie gesammelt. Wenig Spiele überall gemacht. Beim HSV jetzt spielt er jetzt durch. 31 Spiele. Hat Steve Price denn überhaupt gespielt beim HSV heute? Ja, hat er. 4,5 aber nur gehalten die Note. Aber was hat der für Marktwert? 27 Millionen Marktwert. Geht ja gar nicht. Meine Fresse. Also wenn der zu uns zurückkehrt, dann werden wir erstmal den Vertrag verlängern. Und sein Gehalt ein bisschen angleichen, klar. Ja, das ist echt ein richtig starker Junge. Wales, walisischer Nationalspieler. Mit Gareth Bale zusammen also. So, Sebastian Härtner mit Note 4. Okay, kann man... Er hat mal wieder gespielt. Halt 10 Spieler hat er jetzt bislang in der Rückrunde gemacht. Also er wurde fast mal eingewechselt. Wo schauen wir auf die Statistikzentrale. Ja gut, da waren wir schon drin. Jetzt haben wir viele Ergebnisse. Borussia Dortmund hat schon wieder gepatzt. Verliert 2-0 gegen Hannover. Und damit sind die Bayern 2 Spieltage vor Schluss 2 Punkte dran. Also das wird ein richtig fieses Meisterrennen. Kann der BVB wieder Meister werden und die Bayern vom Thron stürzen. Das wäre nämlich das dritte Mal Meister von den letzten 4 Jahren für den BVB. Das wäre es dann natürlich. Die Bayern letztes Jahr ja Meister gewesen. Augsburg ist jetzt auch noch nicht abgestiegen. Es ist noch was drin. Düsseldorf weiterhin auf Platz 16. So, schauen wir auf die Ergebnisse. Bayern schlägt Leverkusen 2-1. Leverkusen damit aus dem Rennen.
nicht ganz raus. Sind auch noch zwei Spiele zu spielen. Haben auch außerhalb der Chancen, aber wird knapp, genauso wie Gladbach. Gegen die spielen wir ja noch nicht jetzt. Wir spielen erstmal gegen Stuttgart. Die Stuttgarter, die haben mich gewonnen. 1-0 gegen Augsburg da unten drin. Für Düsseldorf 2-2. Gladbach, Freiburg 1-1. Was haben wir noch nicht gesehen? Da, Hoffenheim schlägt Wolfsburg 2-1. Frankfurt, Werder Bremen 0-1. Werder also mit einer, ja, soliden Saison, sagen wir mal, nachdem sie letztes Jahr ja fast abgestiegen wären, in der Relegation sich ja gerade so gerettet haben. Und Bochum unterliegt Lauter 0-2. Das wird auch noch knapp für den Aufsteiger Bochum. Vielleicht können sie es noch in die vielleicht können sie sich ja noch in die Relegation retten. Zwei Spiele sind noch. Gucken wir nach. Bochum spielen die noch gegeneinander. Vielleicht sogar Bochum spielt gegen Fürth. Das wäre was für sie. Da wäre was für sie drin. Düsseldorf spielt gegen Gladbach. Und Gladbach will noch ein internationales Geschäft. Das wäre die Chance für Bochum am letzten Spieltag. Bochum gegen Freiburg und Düsseldorf gegen Bayern. Also das ist eigentlich, spricht eigentlich alles für die Bochumer, wenn sie sich retten wollen. So, Spieltagsstatistik. Roman Neustadt, klar, der muss in der Elf des Tages dabei sein. Mit seinen drei Treffern heute. Unglaublich. Also eine Sherdan Shaqiri. Spielt der Stamm eigentlich bei Bayern oder wie? 26 Spiele bislang gemacht. Für den finde ich sehr interessant, Leute, den Sherdan Shaqiri. Vielleicht wenn wir da ein bisschen was investieren. Wer weiß. Ah ja, und Renato Augusto auch in der Elf des Tages im Sturm, aber aufgelistet. Schauen wir auf die Teamleistung, die war halt wieder stark. Also zum Ende der Saison kommen wir so richtig gut zurück. Beste Spieler Mandzukic klar vorne mit nur 25 Toren. Heung-Min Song, der hat ja überhaupt gespielt gegen uns heute? Der war gar nicht mit. Ach, der ist verletzt, deswegen. Ah, Meniskusriss. 5 Wochen fällt er aus. Trotzdem 23 Tore erzielt. Robert Lewandowski 22 Tore. Hat der nicht schon verlängert bei Dortmund? Ja, hat er. Klar, sonst würde er ja längst gehen. Fairplay-Tabelle sind wir dieses Jahr nicht ganz auf Platz 1. Haben wir schon zwei Platzweise gekriegt dieses Jahr. Zwei glattrote Karten sogar. So, jetzt haben wir diese Woche also Zeit, uns auf das Stuttgart-Spiel vorzubereiten. Und jetzt haben wir hier für Costa Rica. Spielen die denn bei der WM? Spielen die denn bei der WM? Länderspiele. Die spielen bei der WM, aber da kenne ich keinen Spieler von. Da kenne ich ja keinen Spieler von, das ist es ja. Oder? Kennt man da einen Spieler von? Esteban, Brian Oviedo. Ich kenne da keinen von. Also, nee, Leute, das ist. Wenn ich Nationalmannschaft übernehme, dann würde ich schon bekannte Leute haben. Und da würde ich sagen, lehnen wir ab. Und jawohl, es steigt wieder. Sehr schön. So, und dann geht's gegen Stuttgart. So, unser zweite unterliegt. Schade, schade, schade. Das war's denn endgültig mit dem. Mit der Aufstiegschance. Mannschaft der Woche. Arbeitsfotos. Ja, veröffentlichen Fotos auf Facebook. Gut. Apropos Facebook, ne? Ihr könnt gerne mal meine Seite liken, Leute. Da sind erst 7 Likes. Ich würde da gerne mehr haben. Also, bitte, Leute, like meine Seite. Gut, ja. Ich würde erstmal sagen, das war's für heute, Leute. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Denkt dran, Facebook liken. Ciao, ciao.